Jetzt hat das Wort die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die NATO wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Und aus diesem Anlass werden sich in der nächsten Woche am 3. und 4. Dezember die Staats- und Regierungschefs in London treffen. Ich glaube, das ist ein guter Anlass, einmal Rückblick zu halten. Ich glaube, wir sind uns fast alle einig, dass in den ersten 40 Jahren der Existenz der NATO die NATO im Kalten Krieg ein Bollwerk für Freiheit und Frieden war und dafür gesorgt hat, dass es zu keinem Krieg in Europa kam. Und in diesem Zusammenhang sind wir ganz besonders unseren amerikanischen Freunden zum Dank verpflichtet. Aber seit dem Ende des Kalten Krieges sind bereits 30 Jahre vergangen. Und nach 1990 hat die NATO auch eine interessante Aufgabenzustellung bekommen, eine interessante Zeit erlebt. Und vielleicht sollte man darauf angesichts von 70 Jahren noch einmal kurz Rückblick halten. Ende der 90er Jahre kam die Frage der Erweiterung auf die Tagesordnung. Und im Zusammenhang mit der ersten Erweiterungsrunde um drei Länder ist damals auch die NATO-Russland-Akte abgeschlossen worden. Und ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, es war eine durchaus kontroverse Diskussion, ob die NATO erweitert werden sollte. Sie ist dann in den Zeitraum 99, 2002 und 2008 noch einmal deutlich erweitert worden. Und man hat 1997 im Vorfeld dieser Erweiterung die NATO-Russland-Grundakte abgeschlossen, die in Paris unterzeichnet wurde, die die Truppenaufstockung in den neuen Mitgliedstaaten, also in den östlichen Staaten, limitiert hat, die verboten hat, Atomwaffen dort zu stationieren und die die Anerkennung der damaligen Grenzen akzeptiert hat, die territoriale Souveränität. Und im Grunde war man mit einer Hoffnung verbunden, auch ein gedeihlicheres Miteinander mit Russland zu haben, als es dann tatsächlich passiert ist. Ende der 90er Jahre dann das Eingreifen der NATO im Jugoslawien-Konflikt. Aus meiner Sicht ein Beitrag dazu, dass es zu friedlichen Verhandlungen kommen konnte, der Ahtisaari-Plan damals genehmigt wurde. Und als die NATO hat sich bis heute als Ordnungsfunktion auf dem westlichen Balkan etabliert. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, dann zu Beginn am 11. September, die erste große terroristische Anschlag, asymmetrische Kriegsführung, war damit in aller Munde, der Angriff auf das World Trade Center. Und damals ist zum ersten und einzigen Mal der Artikel 5 von den Vereinigten Staaten von Amerika erfragt worden innerhalb der NATO, die Beistandsverpflichtung. Und sie wurde auch gewährt von den Mitgliedstaaten der NATO. Wir haben das aus Überzeugung getan. Und seit diesem Tag gibt es ja auch, oder seit dieser Zeit gibt es den Einsatz in Afghanistan, an dem sich Deutschland bis heute beteiligt. Ich weiß, was für schwierige Auseinandersetzungen das damals waren. Und deshalb möchte ich einfach ein großes Dankeschön an unsere Soldatinnen und Soldaten sagen, die seit dieser Zeit dort Dienst tun, die unsere Freiheit, Peter Strucker hat immer gesagt, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, die dies leisten und auch heute noch leisten. Es kam dann zu keiner NATO-Mission beim zweiten Irakkrieg, als Europa gespalten war und wir zu keiner gemeinsamen Haltung kamen. Und das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ist im Grunde geprägt durch zwei Entwicklungen. Einmal den arabischen Frühling und die Reaktion darauf. Wir erinnern uns 2011, wir waren Mitglied im Sicherheitsrat, nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Und es war der NATO-Einsatz zur Flugraumüberwachung in Libyen. Deutschland hat sich damals enthalten. Das Mandat wurde überdehnt. Es war eines der letzten Mandate im Sicherheitsrat, das es gab. Russland hat sich seitdem selten wieder beteiligt und der Sicherheitsrat ist ziemlich handlungsunfähig seitdem geworden. Und wir haben damals gesehen, dass dieses Mandat überdehnt wurde, dass Gaddafi sozusagen verjagt wurde, dass in Libyen Instabilität ausbrach und auch heute noch keine politische Lösung in Sicht ist. Wir haben dann den Bürgerkrieg in Syrien gesehen. Dort hat die NATO nichts unternommen. Dieser Bürgerkrieg ist langsam aber sicher zu einem Stellvertreterkrieg geworden. Und wir müssen heute konstatieren, dass es die grausamste und
humanitäre schlimmste Situation ist, die wir seit dem Völkermord in Ruanda hatten. 500.000 Tote, 12 Millionen vertrieben, die Hälfte binnenvertrieben, die anderen als Flüchtlinge außerhalb Syriens. Und auch hier wartet eine politische Lösung auf ihre Realisierung. Und gleichzeitig, 2014 hatten wir dann die Annexion der Krim durch Russland, den Einmarsch in der Ostukraine und damit die Tatsache, es ist gut, dass Sie alles wissen, aber warten Sie es einfach ab. Und damals hat sich die NATO dazu verpflichtet, als erstes Mal wieder sich auf die Bündnisverteidigung zu konzentrieren, weil die Angriffe bis an ihre Grenzen kamen. Die NATO-Versammlung in Wales war ein Wendepunkt in dieser Frage. Und damals haben wir uns verpflichtet, unsere Verteidigungsaufgaben in Richtung 2% zu entwickeln, was wir auch tun seitdem. Der diesjährige Haushalt für das nächste Jahr sagt 1,42% NATO-Quote. In Wales waren wir bei 1,18. Und wir werden das schrittweise weitermachen, 1,5 bis 2024. Und die Verteidigungsministerin hat jetzt einen Plan aufgesetzt, wie wir durch Verbesserung unserer Bündnisfähigkeit, Aufwuchs unserer Fähigkeiten bis zum Anfang der 30er Jahre dann die 2% erreichen werden. Darauf kann man sich verlassen, meine Damen und Herren. Und wenn man sich das alles anschaut, dann ist, glaube ich, Zeit für die Analyse, was ist gelungen und was ist nicht so gut gelungen. Und was bedeutet das für die NATO und die Zukunft? Und da will ich als erstes sagen, gelungen ist die Bündnisverteidigung für die osteuropäischen Länder. Wir sind Führungsnation in Litauen. Wir machen bei der Flugüberwachung mit, wenn ich das für den deutschen Beitrag sagen darf. Und wir sehen jeden Tag, welchen hybriden Bedrohungen auch von Russland kommen, die Soldatinnen und Soldaten dort ausgesetzt sind. Und, meine Damen und Herren, wir haben als Pluspunkt auch das Bündnis, das den Artikel 5 realisiert hat und den Vereinigten Staaten von Amerika geholfen hat in Afghanistan. Und wir können sagen, dass wir den westlichen Balkan stabilisiert haben, was auch für unsere eigene Sicherheit von allergrößter Bedeutung ist. Aber wir müssen genauso feststellen, politische Lösungen in Libyen fehlen, in Syrien. Die Türkei hat sich entfremdet als Mitgliedstaat innerhalb der NATO. Es gibt vor der Haustür Europas eine Vielzahl von terroristischen Bedrohungen. Die Vereinigten Staaten gehen nicht mehr automatisch in die Verantwortung, wenn es in unserer Umgebung brennt. Und es ist eine völlig andere multipolare Ordnung entstanden, bei der China eine herausragende Rolle einnimmt und auch die Konzentration der Vereinigten Staaten von Amerika viel stärker in Anspruch nimmt. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es wichtig, was das für uns und für unsere Haltung zur NATO bedeutet. Und da sage ich als erstes, stärker als im Kalten Krieg ist der Erhalt der NATO heute in unserem ureigensten Interesse oder mindestens so stark wie im Kalten Krieg. In unserem ureigensten Interesse. Denn, und das hat gestern auch der Außenminister gesagt, Europa kann sich zurzeit alleine nicht verteidigen. Wir sind auf dieses transatlantische Bündnis angewiesen. Und deshalb ist es auch richtig, wenn wir für dieses Bündnis arbeiten und mehr Verantwortung übernehmen. Und meine Damen und Herren, wir müssen klären, wofür natürlich die NATO verantwortlich sein möchte. Ist sie nur für die Bündnisverteidigung verantwortlich? Ist sie auch für die Sicherheit in unserer Umgebung verantwortlich? Und da war es, glaube ich, richtig, einen europäischen Arm, der mit der NATO zusammenarbeitet, der Verteidigungspolitik zu gründen, die PESCO, die strukturierte Zusammenarbeit innerhalb Europas mit dem Ziel, auch gemeinsame Einsätze unabhängig von der NATO machen zu können, aber niemals als Verständnis gegen die NATO oder anstelle der NATO zu arbeiten, sondern im Zweifelsfalle im Bündnis einen weiteren europäischen Pfeiler zu etablieren. Und hier geht es auch um gemeinsame Rüstungsprojekte. Und diese Rüstungsprojekte müssen wir mit Frankreich zusammen ganz wesentlich voranbringen. Und ich bedanke mich bei der Bundesverteidigungsministerin an dieser Stelle auch, dass wir da ein Tempo vorlegen, und ich bitte den Deutschen Bundestag da auch zu helfen, sowohl bei dem gemeinsamen Flugzeugprojekt als auch bei dem gemeinsamen Panzerprojekt. Wir müssen uns also in verschiedenen Formaten engagieren in der Zukunft, sowohl in der NATO, manchmal auch nur von der europäischen Seite und möglichst immer mit einer UN-Unterstützung. Da besteht die Schwierigkeit, dass es nicht so einfach ist, UN-Missionen neu zu etablieren.
weil die Vereinigten Staaten sehr zurückhaltend geworden sind, gerade in einem Bereich, der für uns von großem Interesse ist, die Sahelzone, gelingt es im Augenblick nicht, UN-Mandate für robuste Einsätze zu bekommen. Und daran muss weitergearbeitet werden. Und für uns ist wichtig, und das ist von ganz besonderer Bedeutung, dass wir immer einen gemeinsamen Ansatz sehen, der nicht sich aufs Militärische konzentriert. Der sagt, das Militärische ist dabei, aber das Eigentliche sind die politischen Lösungen. Das Eigentliche ist die Entwicklungszusammenarbeit, die wirtschaftliche Kraft, die wir Regionen geben. Und deshalb nennen wir das den vernetzten Ansatz, mit dem wir in Afghanistan begonnen haben zu arbeiten. Und es ist gut, dass Frankreich ja erst wieder seit 2008 politisch in der NATO verankert ist. Das ist unter Präsident Sarkozy passiert. Das ist vorher lange nicht der Fall gewesen. Und so kann die NATO auch politischer heute arbeiten. Und politische Lösungen gehören dazu. Militärische Lösungen alleine werden nie reichen. Und ich will ganz klar sagen, es stellt sich natürlich auch die Frage eines schwierigen Partners Türkei. Wollen wir ihn in der NATO halten oder nicht? Arbeiten wir darauf hin? Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht gegenseitig die Meinung sagt, dass man Unterschiede nicht anspricht. Aber ich sage, die Türkei sollte NATO-Mitglied bleiben und dafür müssen wir auch uns einsetzen. Denn es ist von geostrategischer Bedeutung für das Bündnis, dass die NATO mit, dass die Türkei mit dabei ist. Und nun diskutiert es sich sehr leicht, kritisch gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika, die vielleicht an vielen Stellen auch nicht mehr die Verantwortung übernehmen wollen, die sie früher übernommen haben. Aber das zeigt zuerst natürlich zurück zu uns nach Europa. Und die erste Aufgabe, damit die NATO funktionieren kann, ist, dass die Europäische Union sich einig ist. Denn die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind auch NATO-Mitglieder. Und das heißt natürlich für Deutschland und seine Außenpolitik, in ganz besonderer Weise, dass wir uns für diese Einigkeit einsetzen müssen. Und zwar als erstes im Blick auf die Stabilisierung des westlichen Balkans. Und da bin ich dafür, dass wir noch mal darüber nachdenken, ob wir neue Beitrittsverfahren in der Europäischen Union diskutieren. Ich sage ganz ehrlich, das hätten wir vielleicht auch schon vor einem Jahr machen können. Aber ich bin vor allem der Meinung, dass wir den Ländern des westlichen Balkans sagen müssen, ihr habt eine verlässliche europäische Perspektive und deshalb auch versprochene Beitrittsverhandlungen anfangen müssen. Ich sage nicht abschließen müssen im Blick auf Nordmazedonien und Albanien. Sonst verlieren wir diese Länder und das ist zu unserem Nachteil. Und zweitens ist es richtig, dass Europa, Großbritannien, Frankreich und Deutschland eine intensive, aktive Rolle bei der Frage des Iran-Abkommens des JCPOA spielen, damit es nicht zu einer nuklearen Bewaffnung des Iran kommt. Und ich will hier ausdrücklich auch gerade die Aktionen und die Aktivitäten von Frankreich loben, aber alle drei Staaten ziehen hier an einem Strang und versuchen, dieses Abkommen als ein Hebel zu nehmen, um weitere Eskalationen zu verhindern. Aber wir appellieren natürlich auch an den Iran, zu sehen, dass dieses Abkommen auch für den Iran ein Wert an sich ist. Meine Damen und Herren, und dann werden wir in zwei politischen Prozessen eine aktivere Rolle einnehmen und unseren Beitrag leisten. Der Außenminister tut das im Zusammenhang mit Syrien. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass jetzt endlich bei den Vereinten Nationen ein Verfassungskonvent gebildet werden konnte. Das geht nicht ohne Gespräche mit Russland, das geht nicht ohne Gespräche mit der Türkei. Deshalb gab es auch Treffen von Präsident Erdogan, von Präsident Macron und mir mit Putin und Erdogan. Und es ist wichtig, dass wir den UN-Gesandten Petersen hier an dieser Stelle unterstützen. Und zweitens führen wir, gerade weil wir auch aus der Tatsache, dass wir uns damals enthalten hatten im Sicherheitsrat, eine hohe Reputation bei den afrikanischen Ländern haben, jetzt auch in Berlin Gespräche auf hoher Beamtenebene zwischen Auswärtigem Amt und dem Bundeskanzleramt mit dem UN-Vermittler Salamé und den wichtigsten Akteuren, um zu verhindern, und das ist schwer genug, aus Libyen einen zweiten Stellvertreterkrieg von der Dimension zu machen, den wir in Syrien gesehen haben, und um zu verhindern, und deshalb ist eine Lösung für Libyen so notwendig, dass uns der gesamte südlich von Libyen liegende Sahelbereich in terroristische Destabilität abnettet. Und das ist eines der ernstesten Probleme, denen wir im Augenblick begegnen, und dass das etwas mit unserer Sicherheit zu tun hat, das kann sich ja jeder leicht vorstellen. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir uns beim G7-Treffen in Biarritz, Deutschland und Frankreich, entschieden haben, noch einmal eine Initiative für die Sicherheit in der Sahelzone zu starten, neben der Unterstützung für die G5-Sahel-Truppe. Und wir werden schauen müssen, dass wir, ich möchte jedenfalls weiter daran arbeiten, dass wir ein UN-Mandat
ein robustes UN-Mandat bekommen. Und das führt uns zu einem weiteren Punkt. Wir werden in Zukunft nicht alle Einsätze selbst bestreiten können, sondern mehr tun kann auch heißen, anderen bei der Ausbildung zu helfen, bei der Befähigung und der Tüchtigung. Das machen wir ja in Mali schon, das muss noch breiter geschehen. Aber da wird sich ein Thema stellen, dem wir auch auf Dauer nicht werden entweichen können. Wenn wir ausbilden und ertüchtigen in anderen Regionen der Welt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer die Ausrüstung liefert. Und ich meine, Sie konnten neulich bei dem Treffen der Afrikanischen Union in Sotschi mit dem russischen Präsidenten sehen, dass das Ganze begleitet war von einer großen Show von militärischen Gegenständen, wo sich die afrikanischen Länder aussuchen konnten, was sie brauchen und es zum Teil auch zu verbilligten Preisen bekommen haben. Ich frage uns, ist das in unserem Interesse, wenn klar ist, Afrika wird nur von Russland, wird nur vielleicht von China und Saudi-Arabien ausgerüstet? Ich glaube, das kann nicht richtig sein. Wenn wir zur Sicherheit und für den Frieden in Afrika ertüchtigen, ich glaube, dann können wir uns der Ausrüstung nicht völlig verweigern. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Und deshalb bin ich ein bisschen unruhig, wenn wir jetzt immer weiter unsere Dinge einschränken. Wir können doch nicht ernsthafterweise und glaubwürdigerweise Menschen, die in terroristische Kämpfe ziehen müssen, ausbilden, um anschließend dann zu sagen, naja, aber wo ihr eure Ausrüstung herkriegt, das müsst ihr euch dann mal überlegen. Und meine Damen und Herren, ja, wir müssen auch unsere Haltung, europäische Haltung zu China klären. Und das ist ja ein großer Diskussionsgegenstand. Und ich kann uns nur raten, und der sehr an Jahren alte, aber im Geist junge Christian Schwarz-Schilling hat auf dem CDU-Parteitag weise Worte gesagt. Er hat gesagt, wer glaubt, national allein einen Kurs finden zu können im Umgang mit China und nicht zu versuchen, eine europäische gemeinsame Haltung dazu zu entwickeln, der wird zerrieben werden und der wird scheitern. Und ich sehe, wenn ich Ihnen das ganz offen sagen darf, eine der größten Gefahren, ich will es so nennen, zumindest Sorgen, dass Europa, dass da jeder Mitgliedstaat seine eigene China-Politik macht und dass wir zum Schluss ganz unterschiedliche Signale setzen. Und das wäre nicht für China verheerend, aber es wäre für uns in Europa verheerend. Und deshalb ist ja unbestritten, dass wir hohe Sicherheitsstandards beim Ausbau von 5G brauchen. Aber das müssen wir dann, so wie wir es für uns definieren, auch mit den anderen europäischen Partnern besprechen. Und so wie wir eine Medikamentenzulassungsagentur in Europa haben, so müssen wir wahrscheinlich auch eine Zulassungsagentur, eine Zertifizierungsagentur haben, die mit den nationalen Institutionen wie BSI zusammenarbeitet, die sich mit der Zertifizierung von 5G-Teilen beschäftigt. Denn, meine Damen und Herren, in einem europäischen Binnenmarkt, in einem digitalen Binnenmarkt, wenn da jeder seins macht und jeder anders handelt, dann werden wir nicht weit kommen. Das heißt, Telekommunikationsgesetz ändern, IT-Sicherheitsgesetz ändern, natürlich im Parlament darüber sprechen, höchste Sicherheitsstandards anlegen, aber auch nach Europa schauen und möglichst mit Frankreich als erstes Mal gemeinsame Lösungen zu finden, aus denen wir dann insgesamt europäische Lösungen entwickeln können. Und natürlich müssen wir kritisieren, wenn wir jetzt die Berichte von den Uiguren hören. Und ich stimme dem Bundesaußenminister vollkommen zu, dass die UN, die Menschenrechtsbeauftragte, dort Zugang haben muss. Ich glaube, dass die Europäische Union gestern da auch das Richtige gesagt hat. Ich glaube, dass es ein gutes Zeichen war, dass die Wahlen in Hongkong so friedlich abgelaufen sind und die Menschen trotzdem ihre Meinung gesagt haben. Das ist ein Land, zwei Systeme, und es sind zwei Systeme. Und China ist ein anderes gesellschaftliches System, ein völlig anderes. Es gibt einen Systemwettbewerb. Aber ich weiß nicht, ob die Antwort auf den Systemwettbewerb, und sowas kennen wir ja auch aus dem Kalten Krieg, heißen kann Abschottung. Sondern die Antwort aus dem Systemwettbewerb muss auch sein, dass wir selbstbewusst davon ausgehen, dass wir unsere Maßstäbe setzen können, ohne die totale Abschottung zu proklamieren. Das ist jedenfalls mein Angang, meine Damen und Herren. Und all das wird Europa natürlich nur können, wenn es wirtschaftlich stark ist. Und die wirtschaftliche Stärke von Europa, die hängt ganz wesentlich mit der deutschen wirtschaftlichen Stärke zusammen. Und da sind wir dann auch bei dem, was hier im Wesentlichen in dieser Woche debattiert wird. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten 20 Monaten als Bundesregierung
vieles auf den Weg gebracht. Wir haben das in der Halbzeitbilanz niedergelegt. Und ich glaube, wir haben vor allen Dingen wirklich wichtige Dinge getan, die auch gerade in einer Zeit des konjunkturellen Abschwungs durch weltweite Entwicklungen, durch zyklische Entwicklungen etwas dagegen setzen, und das ist ein robuster Binnenkonsum. Ich will das hier nicht alles wiederholen. Kindergeld, Kinderfreibeträge, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, Abbau des Solis, Verbesserungen in der Krankenversicherung, in der Pflegeversicherung, Mindestlohnerhöhung, Rentenplus, Mütterrente. Wir haben die Grundrente, etwas ganz Wichtiges, jetzt geeint in den Eckpunkten und werden das gesetzlich umsetzen. Wir haben eine Mindestausbildungsvergütung, und eine der wichtigsten Sachen finde ich, dass gerade in den Berufen, in denen Frauen vor allen Dingen, aber vor allen Dingen Menschen mit Menschen arbeiten, es endlich auch kein Schulgeld mehr gezahlt werden muss, sondern eine Ausbildungsvergütung gibt. Das ist eigentlich ein Anachronismus, dass das 70 Jahre Bundesrepublik nicht geschafft wurde. Hätte man auch schon vor der deutschen Einheit schaffen können. Und wir haben auf eine der wesentlichen Fragen der deutschen Wirtschaft eine Antwort gegeben, nämlich ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und wir werden die Funktionalität dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im Dezember noch mal auf einem Gipfel im Kanzleramt diskutieren, damit wir hier auch wirklich auf eine der großen Herausforderungen der deutschen Wirtschaft eine richtige Antwort geben können. Wir haben die innere Sicherheit massiv verbessert. Wir haben Migration gesteuert und geordnet. Wir haben vieles für die Integration getan. Und meine Damen und Herren, wir stehen relativ robust da. Der Haushalt ist auf Rekordniveau. Wir werden im nächsten Jahr das Maastricht-Kriterium der Schuldenquote von 60% unterschreiten. Und ich will an dieser Stelle noch mal sagen, dass hier in diesem Hause immer so abfällig über einen ausgeglichenen Haushalt gesprochen wird. Das wundert mich. Ja, es gibt Menschen, die sprechen in diesem Hause abfällig davon. Und ich muss wirklich sagen, wenn man in Zeiten so niedriger Zinsen, und Olaf Scholz hat das gestern dargestellt, glaubt, man müsste auch noch Schulden machen, was will man dann eigentlich in Zeiten machen, in denen die Zinsen wieder normal sind und steigen? Wie viele Schulden will man dann machen? Und es kann ja nun ernsthafterweise nicht sein, wir haben einen Haushalt auf Investitionshoch. Wir hatten noch nie so hohe Investitionen im Haushalt. Wir haben durch das Klimapaket noch mal viele Investitionen draufgelegt. Man kann doch nicht Investitionen erst gut finden, wenn sie Schulden verursachen. Ein ordentlicher Haushalt heißt doch Investitionen in einem ausgeglichenen Haushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alles andere ist doch absurd. Wir haben allerdings, und da sind wir vielleicht in der Koalition auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung, zumindest mittelfristig schon auch die Aufgabe, die Bedingungen für die deutsche Wirtschaft den internationalen Rahmen anzupassen. Und das bedeutet auf der einen Seite, da kriegen wir ja vielleicht auch noch was hin, dass wir für Personengesellschaften und Körperschaften ähnliche steuerliche Verhältnisse haben. Aber wir werden ab dem Jahr 2020 das Land in Europa sein mit den höchsten Unternehmenssteuern. Und Frankreich wird seine Unternehmenssteuern, die liegen heute noch über dem Durchschnitt von, über dem Schnitt von uns, sukzessive auf 25% senken. Die Amerikaner haben massiv gesenkt. Portugal ist vielleicht noch bei uns in der Nähe. Niederlande wird jetzt auch eine Unternehmenssteuerreform machen. Das heißt, mittelfristig müssen wir uns das, glaube ich, anschauen, wenngleich wir auch andere Themen haben, die für die deutsche Wirtschaft mindestens von so großer Wichtigkeit sind. Und deshalb möchte ich mich auf zwei Dinge konzentrieren heute, von denen ich glaube, dass sie darüber entscheiden, ob die deutsche Wirtschaft und ob damit die Arbeitsplätze und der Wohlstand bei uns erhalten bleiben können, von entscheidender Wichtigkeit sind. Das ist einmal, wie begegnen wir dem Klimawandel, welche Antworten finden wir darauf und wie schaffen wir die Transformation und unserer Wirtschaft. Und hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat die Bundesregierung ein ambitioniertes Paket vorgelegt. Es wird darüber diskutiert, ob die Einstiegspreise zu hoch oder zu niedrig sind. Es wird darüber diskutiert, ob die Pendlerpauschale überkompensiert oder nicht. Aber im Grunde gibt es doch in weiten Teilen dieses Hauses keinen Zweifel daran, dass der Maßnahmerahmen richtig gewählt ist. Und darüber werden wir jetzt ja auch im Bundesrat sprechen. Und ich kann uns nur raten allen, dass wir vernünftige Lösungen dafür finden. Denn die Zeit drängt. Wir werden ab Anfang der 20er Jahre klare Budgets haben, die wir einhalten müssen an CO2-Emissionen. Und wenn wir die überschreiten, müssen wir massive Strafzahlungen machen oder aber wir müssen Geld bezahlen,
bei denen, wo wir Zertifikate kaufen. Das heißt, wir sind dazu verpflichtet, Jahr für Jahr und nicht irgendwann unsere Ziele einzuhalten. Und deshalb müssen wir schnell mit der Transformation beginnen. Und ich glaube, da haben wir richtige Dinge auf den Weg gebracht. Und deshalb hoffe ich, dass wir im Bundesrat dann auch bis zum Jahresende die entsprechenden Lösungen finden. Wir als Koalition sind jedenfalls dazu bereit. Wir haben des Weiteren etwas gemacht, was ein massiver Schritt ist. Nämlich, wir haben beschlossen mit einer Kommission, wann wir aus der Kohle, spätestens aus der Kohleverstromung austreten, wann wir sie nicht mehr als Energiequelle haben werden. Das schafft Berechenbarkeit. Dazu gibt es die entsprechenden Gesetze. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, den meisten in diesem Hause ist, glaube ich, klar, dass wenn ein Land wie Deutschland 1% der Weltbevölkerung stellt und 2% der CO2-Emissionen verursacht und über die besten Technologien verfügt, wer, wenn nicht wir, soll denn zeigen, dass es geht, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann, meine Damen und Herren? Das ist doch die Aufgabe. Und natürlich wird uns auf diesem Weg immer wieder Schwierigkeiten begegnen. Wie kann denn das anders sein? Wir werden aus der Kernenergie aussteigen, wir steigen aus der Kohleenergie aus, aus der Kohleverstromung aus, und wir müssen Gas als Brückentechnologie im Übrigen etablieren. Deshalb finde ich es auch eher schwierig, dass die Europäische Bank jetzt entschieden hat, Gastechnologien überhaupt nicht mehr als Brückentechnologie auch zu finanzieren. Das, glaube ich, ist nicht richtig. Aber wir werden natürlich auch weiter Schwierigkeiten haben, wie wir den Ausbau erneuerbarer Energien gestalten. Und da wird es um den Zusammenhalt unseres Landes gehen, meine Damen und Herren. Da wird es nicht reichen, wenn die Menschen in der Stadt den Menschen auf dem Land erklären, wie das mit dem Windkraftausbau sein kann. Und wir sehen ja, dass wir Spaltungen haben. Wir haben es ja gestern auch bei der Demonstration der Landwirte gesehen. Was wir im Augenblick haben, ist die Gefahr, und die ist nicht nur in Deutschland, das ist überhaupt kein besonderes Problem, sondern die gibt es überall, ist die Gefahr, dass die Lebenswelten von Menschen, die in der Stadt leben, und Menschen, die auf dem Lande leben, unterschiedlich ist, mit völlig unterschiedlichen Problemen. Und wenn wir als Politik nicht denen in der Stadt helfen, die keine bezahlbare Wohnung bekommen, und auf dem Lande nicht denen helfen, die darüber sprechen, was sie eigentlich vom Ausbau der Windenergie haben, außer eine 220 Meter hohe Windmühle neben sich, dann werden wir das nicht schaffen. Aber wir können das schaffen, wenn wir den Zusammenhalt dieses Landes voranbringen. Und deshalb werde ich mich nächsten Montag mit den Verbänden der Bauern treffen und werde ihnen natürlich sagen, dass sie auf die neuen Zeiten Antworten finden müssen. Und wenn wir über Jahre die Düngeverordnung nicht einhalten, dann kann ich jetzt auch nicht sagen, ach Leute, jetzt gibt es noch 3 Jahre dazu. Das wird nicht klappen. Aber was wir den Menschen, die morgens aufstehen und abends später ins Bett gehen, die im Sommer dann noch arbeiten, wenn wir alle beim kühlen Bier sitzen, was wir denen sagen können, ist, dass wir ihre Arbeit achten und dass unsere Aussagen, wir wollen regionale Produkte essen, nicht Schall und Rauch sind, sondern dass sie ernst gemeint sind und dass wir heimische Lebensmittel wollen und eine starke Landwirtschaft. Das können wir und müssen wir unseren Bauern sagen. Und genauso müssen wir über den Ausbau der Windenergie sprechen. Wir haben den Solardeckel jetzt aufgehoben, wir haben den Ausbau auf See erhöht, aber wir werden auch Windausbau am Lande brauchen. Und jetzt findet doch dort auch eine Diskussion statt, als lägen Welten zwischen uns. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen doch, dass in den allermeisten Ländern, Bundesländern, Abstandsregeln von 1000 Meter herrschen. Und vielleicht hätten wir gar keine Bundesregierung gebraucht, wenn alle Länder, zum Beispiel Brandenburg, schon so schlau gewesen wären, bevor sie eine Koalition mit den Grünen gemacht hätten und nicht erst nachher, nachdem die Koalitionsverhandlung auch die 1000 Meter verhandelt hat. Und jetzt reden wir nur noch über einen einzigen Bereich, und das sind die Splitterbereiche, bei denen man nur fragen kann, beginnen die bei 7 Häusern oder bei 30 Häusern. Das ist der Unterschied zwischen der Bundesumweltministerin und dem Bundeswirtschaftsminister. Und nachdem wir die Grundrente geschafft haben zu einigen, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen voraus, wir werden auch da eine Einigung finden. Und die 1000 Meter sind in allermeisten Bundesländern Deutschlands die Norm, meine Damen und Herren. Und wir haben ein weiteres großes Thema,
Das ist die Transformation in der Automobilindustrie. Und diese Transformation, wir haben es gestern gehört, Audi-Stellenabbau, die Transformation in der Automobilindustrie, denn die Mobilität wird sich wandeln. Und schon Kaiser Wilhelm hat gedacht, dass das Pferd wieder zurückkam, als er das erste Auto gesehen hat. Der hat sich geirrt und auch Sie werden sich irren. Es wird eine völlig neue Mobilität geben, meine Damen und Herren, mit autonomem Fahren, alternativen Antrieben und anderen Eigentumsverhältnissen, als wir das heute kennen. Das wird Jahre dauern, aber es wird gut sein, wenn die Politik hilft. Wir als Bundesregierung haben hier einen strukturierten Dialog mit der Automobilindustrie. Wir werden die Ladeinfrastruktur ausbauen und wir werden helfen durch Kaufprämien, dass wir die Einführung der neuen Antriebstechnologien auch unterstützen können. Wir setzen nicht auf eine Technologie. Aber, meine Damen und Herren, wir nehmen ernst, wenn uns die Automobilindustrie für den Pkw-Bereich, nicht für den Lkw-Bereich, nicht für den Zugbereich, sagt, dass für die absehbare Zeit Elektromobilität jetzt erstmal die Technologie der Wahl ist. Und wir werden die Menschen dazu bringen, alternative Antriebsautos zu kaufen, wenn die entsprechende Ladeinfrastruktur da ist. Und deshalb ist es richtig, dass Bund, Länder und Kommunen hier zusammenarbeiten und da Vertrauen für die Menschen schaffen. Und meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, die zweite große Aufgabe ist, wie wir die Transformation im Zuge der Digitalisierung schaffen. Hier hatte die Bundesregierung eine Klausurtagung, bei der wir wichtige Entscheidungen getroffen haben. Einmal geht es natürlich um den Ausbau der Infrastruktur. Wir haben eine Mobilfunkstrategie entwickelt, wie wir den Mobilfunk ausrollen, und zwar flächendeckend. Denn wir akzeptieren, dass weiße Flecken für die Menschen nicht akzeptabel sind, gerade in den ländlichen Räumen. Wir haben eine klare Strategie für den Ausbau von 5G. Die Auflagen bei der Versteigerung der Frequenzen sind auch sehr hart. Danke da auch den Kollegen aus dem Bundestag, die uns da auch sehr an die Kandare genommen haben als Regierung. Und wir werden natürlich auch den Glasfaserausbau voranbringen. Aber viel, viel wichtiger, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, dass wir verstehen, dass der neue Rohstoff die Daten sind. Die Bundesregierung hat jetzt auf der Grundlage auch der Ethikkommission für Daten einen Eckpunkte für Daten, für eine Datenstrategie festgelegt, die wir im Frühjahr verabschieden werden. Aber ich habe den Eindruck, dass bei uns, da will ich gar nichts sagen, die Bedeutung schon klar ist, bei den großen Unternehmen auch, aber dass im deutschen Mittelstand die Bedeutung dessen, was durch das Wesen der Daten als neuer Rohstoff entstanden ist, noch nicht ausreichend da ist. Und deshalb unterstütze ich das, was Peter Altmaier vorgeschlagen hat, nämlich als Politik, was ja schon etwas seltsam ist, mit daran zu arbeiten, dass wir eine Plattform entwickeln, auf der Daten verarbeitet werden können, dass wir das nicht nur in Deutschland machen, sondern möglichst mit Frankreich zusammen und europaweit. Und dass verstanden wird, dass es nicht nur darum geht, dass ich meine Daten kenne. Deutschland hat Industrie 4.0 mit als erstes Land nach vorne gebracht. Die Digitalisierung der eigenen Produktion, das ist der erste Schritt. Aber der zweite Schritt ist die Vernetzung aller denkbaren Menschen, aber vor allen Dingen auch Gegenstände auf der Welt mit völlig neuen Möglichkeiten, Erkenntnisse zu gewinnen. Und das muss in der Gesundheit passieren, das muss im Umweltschutz passieren, aber das muss auch für neue Wirtschaftsmodelle passieren. Und je schneller wir das akzeptieren, umso besser ist es. Das bedeutet aber als erstes Mal, dass ich alles digitalisiert vorhanden habe, dass ich weiß, was ich habe. Wir sind dafür, und ich gucke gerade Nadine Schön an, dass wir das auch möglichst im offenen, im Open-Data-Bereich machen, als Open Source, dass das durchschaubar ist. Aber, meine Damen und Herren, dass man daraus neue Produkte machen kann, dafür brauchen wir noch einen Kulturwandel in Deutschland, der versteht, dass das dringlich ist. Und ich habe den Eindruck, dass wir da viel, viel zu langsam sind und dass wir sozusagen als Abgeordnete die Botschafter sein sollten, verschlaft diese Zeit nicht, sonst werden Wertschöpfungsmodelle an uns vorbeigehen und wir werden zur verlängerten Werkbank. Das ist meine ganz große Sorge. Aber ich glaube, als Bundesregierung sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Und meine Damen und Herren, wir müssen führend dann in KI sein, in der künstlichen Intelligenz, in den Algorithmen, die mit diesen Daten arbeiten. Da haben wir glücklicherweise 5 Forschungszentren, die werden unterstützt. Da müssen Bund und Länder gut zusammenarbeiten. Ich unterstütze sehr die Strategie von Bayern, die eine extra
noch mal zusätzliche Strategie gemacht haben, die mit der Bundesstrategie bestens zusammenpasst. Ich weiß, dass auch in anderen Bundesländern viel passiert, und das ist gut. Hiervon und von dem Klimawandel wird weit mehr als von anderen Dingen abhängen, ob wir in 10 oder 20 Jahren noch ein führender Industriestandort sind oder nicht. Und die Weichen dafür werden heute gestellt, meine Damen und Herren. Wirtschaft, soziale Marktwirtschaft, unser Gesellschaftsmodell, das in die neue Zeit zu tragen, das verstehen wir als Aufgabe der Bundesregierung. Aber wir sehen, dass die vielen Veränderungen, die dramatischen Veränderungen auf der Welt, auch zu großen Friktionen in unserer Gesellschaft führen. Und so gut wie das Internet und so gut wie die digitalen Möglichkeiten sind, so viel Gefahren bergen sie natürlich auch. Das war bei jeder neuen Technologie so. Und deshalb ist es auch gut, dass im Augenblick in Berlin das große internationale Internet Governmental Forum der UN tagt, das sich auch gerade mit solchen Fragen beschäftigt. Und wir müssen konstatieren, obwohl es uns wirtschaftlich sehr gut geht, obwohl die Lohnsteigerungen für viele Menschen da sind, obwohl wir mehr Beschäftigte haben, Sozialversicherungspflichtige und Erwerbstätige insgesamt, als wir jemals hatten, gibt es in unserer Gesellschaft Friktionen, die uns unruhig stimmen müssen. Und der Mord an Lübcke, die Vorgänge in Halle, sie alle rütteln uns auf und fragen, was ist in unserer Gesellschaft los? Und das nach 70 Jahren Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das bedeutet Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit in unserem Land ist gegeben. Und all die, die dauernd behaupten, sie dürften nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt. Und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie war. Und so sage ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie hoffentlich gemerkt, wir haben viel zu tun. Wir haben sehr viel angefangen, aber vieles muss noch weitergemacht werden. Deshalb finde ich, wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung. Ich bin dabei. Herzlichen Dank. Schön, wenn Sie es auch sehen. Jetzt erteile ich das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Lindner.